in dem Bereich der Statik, vor allem Tätigkeiten der Bemessung, der Planung, der Vorentwürfe. Wenn ich sage Bemessung, dann meine ich die Ermittlung der Standsicherheit von Gebäuden, die Ermittlung der Standsicherheit von Brücken, von Objekten des Tiefbaues. Die Arbeit des Statikers beginnt in der bereits begleitend oder parallel zur Entwurfsplanung des Architekten. Der Architekt gibt Pläne vor, gibt Entwürfe vor und nach diesen Entwürfen werden Vorbemessungen erstellt, werden Berechnungen durchgeführt, am Beginn eben als Vorbemessungen und in Folge oder später in der Detailplanung dann als Detailbemessung. Der Statiker muss Bauingenieur sein. Er beginnt in der Wahl des statischen Systems. Er setzt dieses dann um, er gibt es weiter an den Planer, der Planer zeichnet Pläne und der Statiker prüft dann doch wieder vor Ort auf der Baustelle in Form von Abnahmen das von ihm gerechnete Werk, ob das auch tatsächlich so umgesetzt wurde. Das heißt, es ist bei weitem nicht nur ein Bürojob, aber schon auch sehr stark. Also der Beruf hat sich, seitdem die Computertechnologie eingeführt wurde, doch wesentlich verändert. Am Beginn war in Rechenschiebergenauigkeit, in der Berechnung, in der Bemessung einerseits ausreichend und auch genügend. Heute gibt es das überhaupt nicht mehr. Heute werden gesamte Systeme im 3D-Modell in Programme eingegeben und danach kann man sowohl Momente, Biegemomente, wie wir sie in der Statik nennen, also Schnittkräfte, Durchbiegungen, Verformungen nachvollziehen und anschaulich darstellen.